Finanzdienstleister. Ganz besonders darf ich begrüßen unseren Vorstand Stefan Lettmeier. Er wird Ihnen gleich versuchen, in einem Dreischritt zu erklären, was hinter Bitcoins Digital Assets sich verbirgt, dabei auch auf Grundlagen eingehen, da vielleicht nicht jeder schon so firm ist wie der ein oder andere. Zweitens auch insbesondere darstellen, welche Chancen sich bieten für Finanzdienstleister und auch drittens kurz erklären, was wir als V-Bank hier tun werden. Mein Name ist Markus Kiefer, ich bin Leiter Marketing, wer mich nicht kennen sollte. Und ich hatte mir überlegt, eigentlich Sie heute Morgen ja sehr herzlich zu begrüßen mit einem Kuss. Es ist sicherlich eine entsprechend harte Zeit und viel passiert. Von daher habe ich mir überlegt, ist dieser Einstieg noch angemessen, aber das Leben wird weitergehen. Und ich fand das Beispiel auch sehr gut, weil früher hat man das sehr handfest genommen, wie man hier bei dem Bild von Klimt sieht, das er 1909 gemalt hat, heute. Und das Bild hängt in Wien im Belvedere, wurde dieses Kunstwerk digitalisiert in NFTs und wurde 1730 Mal bis zum Valentinstag verkauft, insgesamt 3,2 Millionen Euro erzielt. Und damit sind wir auch schon mitten in unserem Thema Digital Assets. Was sind sie? Was kann man damit machen? Und wie muss man sich darauf einstellen? Und jetzt, Herr Lettmeier, haben Sie die Bühne. Sie haben gesagt, Sie werden auch angesichts der Zeit Gas geben. Vielleicht noch einen technischen Hinweis. Wenn Sie uns eine Frage stellen möchten, dann nutzen Sie bitte die Chat-Funktion. Sie finden unten rechts einen entsprechenden Balken, wo Sie reinschreiben können. Der Herr Lettmeier und ich sehen es. Wir werden Ihre Fragen sehr, sehr gerne dann entsprechend aufnehmen und dann eben die Fragen, die Sie haben, versuchen, mit in den Vortrag einzubringen. Jetzt aber, Herr Lettmeier, gehört Ihnen die Bühne und schon mal vielen Dank. Ja, wunderschönen guten Morgen an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu der heutigen Veranstaltung. Ja, das sind sicherlich schwierige Tage, die wir gerade erleben. Und bin nach wie vor unfassbar von der Situation, die gestern oder gestern Nacht entsprechend passiert ist. Hätte ich mir nicht vorstellen können. Und dass Sie heute die Zeit gefunden haben, meinen Vortrag zu halten, freut mich sehr. Also wie gesagt, herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Digital Assets und ich möchte darauf hinweisen, dass wir uns ganz bewusst dafür entschieden haben, dass wir diesen Vortrag sehr grundlegend gestalten, also dass wir quasi rund um die Blockchain-Technologie, Bitcoin, Ethereum, NFTs etc. von ganz, ganz vorne beginnen. Und ich habe mir die Teilnehmerliste im Vorfeld so ein bisschen angeschaut. Da gibt es ein paar, die sind schon deutlich mehr Profis und haben sich schon sehr, sehr intensiv damit beschäftigt. Und von daher hoffe ich, dass sich die dann nicht langweilen, weil wir, wie gesagt, damit beginnen wollen, einfach mal die Grundlagen entsprechend drüber zu bekommen. Herr Kiefer hat es gesagt, Sie können jederzeit Fragen stellen über die Chat-Funktion. Am Ende des Tages würde ich Sie auch nochmal um ein Feedback bitten, weil wir womöglich vorhaben, wenn wir Sie dort begeistern können zu diesem Thema, vielleicht die eine oder andere Nachfolgeveranstaltung zu bestimmten Themen geben, weil zu allen Themen kann ich nicht in die Tiefe gehen, weil das relativ komplex ist und sehr umfangreich und sehr breites Feld, das Thema Kryptographie, Blockchain-Technologie. Und bitte verstehen Sie den heutigen Vortrag sozusagen als Grundlagenveranstaltung. Ja, immer mehr Menschen interessieren sich für Kryptowährungen, Blockchains und dezentrale Finanzsysteme. Wenn es früher oder ehemals ein Nischenkonzept war, sieht man darin ein sehr großes Potenzial, die alten Geschäftsmodelle in der Finanzwelt herauszufordern. Also ehrlicherweise, und Sie werden es vielleicht nach dem Vortrag ein Stück weit verstehen, nicht nur in der Finanzwelt, sondern eigentlich in jeder Industrie kann diese Blockchain-Technologie eine Chance, sozusagen unser Leben tatsächlich zu verändern. In dem Zusammenhang möchte ich mal ein Zitat weitergeben von der Katharina Gera.
Sie ist Co-Founder und Managing Director von Immutable Insight, sicherlich deutschlandweit eine absolute Fachfrau zu diesem Thema, berät auch die Bundesregierung, die sozusagen gesagt hat, die Blockchain- und Token-Ökonomie ist ein bisschen wie das neue Internet. Überlegt euch mal, wo das Internet in deinem Leben heute keine Rolle spielt. Wenn wir sagen, dass das alte Internet das Internet der Informationen ist, dann ist die Blockchain und die Token-Ökonomie das Internet des Wertes. Und sie glaubt, und ich schließe mich da an, so wie wir heute alle E-Mails benutzen, so werden in Zukunft alle Tokens benutzen und das wird ganz normal sein. Insofern wird die Technologie auch weit über den Finanzbereich hinaus Einfluss haben. Ich kann dieses Zitat hundertprozentig unterstützen. Und der eine oder andere hat sicherlich die 90er Jahre erlebt, als das Internet aufkam. Das ist noch gar nicht so lange her, ehrlicherweise. Und wenn man sich einfach mal zurücklehnt und überlegt, wie wäre denn sozusagen ihr Leben ohne Internet, ohne E-Mails, wo holen Sie sich die Informationen etc., dann hat das Internet schon unser Leben revolutioniert und komplett verändert. Und wie sie auch sagt, wenn das Internet der Informationen ist, dann wird dieses Web 3.0 sozusagen die Blockchain-Technologie das Internet des Wertes sein. Und das möchte ich eben vielleicht ein bisschen näher ausführen. Auch 1990 oder zum Anfang des Internets gab es Skeptiker, ob sich das Internet entsprechend durchsetzt. Ich habe einfach mal einen Zeitungsbericht sozusagen vom Jahr 2000 rausgesucht mit der Überschrift im Daily Mail: Das Internet ist möglicherweise nur eine vorübergehende Modeerscheinung. Da gab es das Internet etwa ja irgendwie zwischen 5 und 8 Jahren. Auch dort gab es noch Skeptiker, muss man rückbetrachtend sagen, möglicherweise war es keine vorübergehende Modeerscheinung, sondern eine nachhaltige Erscheinung. Und so glauben wir, dass auch die Blockchain-Technologie eine langfristige Veränderung nicht nur in der Finanzwelt nach sich zieht. Aber zurück zum Anfang. Der Bitcoin ist nicht nur ein Coin, also sozusagen ein Wertaufbewahrungsmittel oder ein Zahlungsmittel. Wir kommen später nochmal drauf, was es denn nun ist, ein Wertaufbewahrungsmittel oder ein Zahlungsmittel. Das ist ein Peer-to-Peer Electronic Cash System. Ja, was meinen wir damit oder wann war das? Am 31. Oktober 2008, also knapp zwei Monate nach der Insolvenz der Lehman Brothers, also dem Start der Finanzmarktkrise, auch 5 Monate nach dem Start der V-Bank, also so lange gibt es das alles noch gar nicht, wurde ein Artikel in einem kleinen E-Mail-Verteiler versendet, der Wirtschaftsgeschichte schreiben sollte. Und es gibt dort ein Pseudonym, Satoshi Nakamoto, verfasst ein Dokument, nämlich dieses Bitcoin, ein Peer-to-Peer Electronic Cash System, nämlich ein Konzept, das eine fundamentale Alternative zum bestehenden globalen Währungssystem und die Basis für den neuen Kapitalmarkt bildet. In diesem White Paper, das Sie auch jederzeit sozusagen im Internet finden werden, ist gar nicht so lang, kann man auch lesen, ist gut geschrieben, erschien eben mitten in der globalen Finanzkrise und in der Vertrauenskrise, was womöglich ein idealer Zeitpunkt war, weil es skizziert ein vollständiges, dezentrales, digitales Zahlungssystem, eines, das auf Vertrauen in Algorithmen statt in Finanzinstitute basiert. Den Kern des von Nakamoto vorgeschlagenen Systems bildet eine Technologie, die sich eben Blockchain nennt. Also wenn ich heute sage, ein dezentrales System, dann ist es eben kein zentrales System. Und was ist ein zentrales System? Ein zentrales System ist, wenn eine Bank, wenn eine EZB, wenn eine Bundesbank, wenn ein Notar oder Ähnliches sozusagen dazwischen geschaltet ist. Das heißt, wenn Sie heute oder sagen wir mal in unseren Sphären in Deutschland hat man nun mal Vertrauen in eine Bank, in eine Regierung, an einen Notar etc. Und die Blockchain-Technologie, und das ist die ursprüngliche Idee, zielt darauf ab, dass man eben diese zentralen Instanzen nicht mehr braucht,
sondern dass das Ganze peer-to-peer, also dezentral entsprechend durchgeführt wird und dass man anstatt, dass man Banken, Regierungen, Bundesbanken oder Ähnliches vertraut, vertraut man auf Algorithmen, also auf mathematische Algorithmen. Und das ist sozusagen das Revolutionäre an der Idee der Blockchain, der Bitcoin-Blockchain, die wir jetzt näher entsprechend ausführen. Um Ihnen zu erläutern, und zwar auf ganz, ganz grober Ebene, wie so eine Bitcoin-Transaktion entsprechend erfolgt, haben wir das mal in ganz einfachen Schritten dargestellt. Der Use Case sagt, die Birgit möchte dem Stefan einen Bitcoin aus ihrem digitalen Wallet schicken. Da steht schon mal digitales Wallet. Was ist ein digitales Wallet? Das kann unterschiedlich sein. Es gibt Cold Wallets, es gibt Warm Wallets. Ein Wallet ist üblicherweise auf der Blockchain sozusagen so eine Art Konto, nennen wir es einfach Wallet, wo Sie sozusagen Ihre Vermögenswerte, in diesem Fall den Bitcoin, sozusagen drauf haben. Das könnte aber auch ein Stick sein, auf dem dieser Bitcoin sozusagen liegt. Um diese Überweisung, ich sage es mal in der konventionellen Sprache, zu beginnen, wird eine Transaktionsdatei erstellt, also relativ einfach. Sie können sich wie eine Überweisung vorstellen. Es wird die Empfängernummer etc. eingegeben. Die Birgit, die also Besitzer dieses Wallets ist, autorisiert die Zahlung mit ihrem Passwort, mit ihrem Private Key und gibt diese öffentlich bekannt. Öffentlich bekannt heißt, sie gibt es auf der Blockchain sozusagen bekannt. Dieses Netzwerk, also sozusagen all die, die sozusagen sich auf der Blockchain tummeln, verifizieren diese Transaktion anhand eines öffentlichen Public Keys und fügt dieses dann der Blockchain-Datenbank hinzu. Also, was heißt es? Aktive Nutzer, die sozusagen auf der Blockchain sind, man nennt diese Miner, nehmen ihre Rechnerleistung, also die Leistung ihres eigenen PCs oder Mining-Farmen oder alles, was es dort gibt, und verifizieren diese Transaktion. Und genau dieses Verifizieren, was mit einem hochalgorithmischen, kryptografischen Schlüssel sozusagen verifiziert wird und sehr viel Energie braucht, da kommen wir auch noch öfters drauf zu, weil es ein ganz komplizierter Rechenvorgang ist, prüft diese gewünschte Überweisung. Und wenn die Miner sagen, ja, diese Überweisung ist plausibel, die stimmt, also es gibt den Empfänger, es gibt den Auftraggeber, dann wird diese Überweisung sozusagen freigegeben und der Betrag wird Stefans Wallet zugeordnet. So, jetzt haben wir unter Punkt 4 ein rotes Kästchen übergemacht, weil das ist sozusagen der Kern der Veränderung. Also sozusagen die Veränderung, dass sowas jetzt üblicherweise von Banken, vom Zahlungsverkehrssystem, von zentralen Institutionen durchgemacht wird. Und bei einer Bitcoin- oder einer Blockchain-Technologie wird das eben von dem Netzwerk, also von den Usern und eben nicht von der Bank oder sonstiges verifiziert und für richtig anerkannt. Und so wird diese Transaktion entsprechend durchgeführt. Also wenn wir nur Bitcoin-Transaktionen hätten auf dieser Welt, gäbe es keine Bank, es gäbe natürlich Regierungen, aber es gibt keine Regierungen, die dazu eingreifen können, sondern das ist rein Peer-to-Peer. Das ist der Kern einer Transaktion auf einer Blockchain, was man zwingend verstehen muss und was das Revolutionäre an dieser ganzen Geschichte ist. Das heißt, dieser Punkt 4 der Verifizierung, dazu braucht man Vertrauen und das muss man verstehen und das muss man auch akzeptieren und muss man sagen, okay, das ist mir sicher genug und dann hat man auch das entsprechende Vertrauen, dass das entsprechend durchgeführt wird. Aus diesem Grund, weil dieser Punkt 4 so wahnsinnig wichtig ist, muss man verstehen, wie sozusagen diese Verifizierung oder diese Konsensbildung denn tatsächlich passiert. Und da gibt es
und das gehört auch zu dieser Konsensbildung. Da gibt es unterschiedliche Konsenssystematiken. Die gängigen sind Proof-of-Work-Verfahren und Proof-of-Stake-Verfahren. Es gibt noch mehr, aber das sind die gängigen, auf die wir heute eingehen wollen. So, ein dezentrales Netzwerk ohne zentrale Kontrollinstanz, also ohne Bank, ohne EZB, ohne Regierung, benötigt ein Verfahren, um ein einheitliches Verständnis der Transaktionshistorie herzustellen. Dieser Prozess der Konsensbildung schützt vor Manipulation durch falsche oder doppelte Transaktionen und ist elementar für die Sicherheit des Systems. Gehen wir mal auf das Thema Proof of Work ein. Proof-of-Work-Protokolle wie beispielsweise beim Bitcoin, also sozusagen bei der Blockchain Bitcoin, greifen die aktiven Nutzer, sogenannten Miner, zurück, der neue Einträge auf der Blockchain überprüfen sollen. Also die geben ihre Rechnerleistung her, um diese Berechnung der Konsensbildung entsprechend durchzuführen. Dabei setzen Miner die Rechenleistung ihrer Computer ein, um komplexe mathematische Aufgaben zu lösen. Das hatte ich schon gesagt. Und dadurch, dass das entsprechend gemacht wird, also dass sozusagen ein Miner die Rechenleistung zur Verfügung stellt, wird sozusagen eine Belohnung ausgelohnt. Das heißt, man gibt Rechnerleistung her, die viel Energie kostet. Und als Belohnung wird einem sozusagen neue Kryptowährungen zugeschrieben. Deswegen ist es lukrativ, zumindest wenn man das im größeren Stil betreibt, dass man dieses Minen durchführt. Also das heißt, dadurch, dass man die Rechnerleistung hergibt, bekommt man Bitcoins. Und das ist die Logik. Normalerweise würde bei einer Überweisung die Bank Geld verdienen. Und in diesem dezentralen Peer-to-Peer-Netzwerk bekommt derjenige, der seine Rechnerleistung hergibt, entsprechend die Belohnung in Form von Kryptowährung. Das ist sozusagen dieses Proof-of-Work-Verfahren. Das Proof-of-Stake-Verfahren ist anders. Bei den Proof-of-Stake-Protokollen wird die Kryptowährung nicht durch das Lösen kompletter Rechenaufgaben geschürft. Also dazu braucht man nicht einen energieintensiven Rechner, sondern da ist es anders. Der Nutzer, also das Netzwerk, die nennt man in diesem Fall dann Validators, bestätigen die Transaktion, indem sie einen Teil ihres eigenen Kryptoguthabens hinterlegen. Also wenn wir den Fall vorher gehabt hätten und das ein Coin oder eine Blockchain, die eine Konsensbildung über Proof of Stake haben, tun die aktiven Nutzer ihre eigenen Coins hinterlegen und geben somit die Sicherheit, dass diese Transaktion die richtige ist. Für das, dass sie diese entsprechenden Coins hinterlegen, bekommen sie nach der Transaktion eine Belohnung in Form von dieser digitalen Währung. So, das ist sozusagen der Unterschied zwischen Proof of Work und Proof of Stake. Herr Lettmeier, wir haben zwei Fragen schon bekommen. Vielleicht die eine Frage führt auch schon zur nächsten Folie. Da geht es darum, sind wirklich die Tokens die Dinge, auf die es ankommt, oder die Blockchain insgesamt? Weil das ist, glaube ich, noch so ein bisschen verwirrend. Weil ein Token kann ja quasi jeder herstellen. Ja? Aber wer sichert dann sozusagen die Sicherheit des Tokens? Erste Frage. Und die nächste Frage, Sie haben gerade das Proof-of-Work-Konzept beschrieben. Bei Bitcoin sagt man ja immer, die können nicht inflationiert werden, weil aufgrund der Rechenformel, die hinterlegt worden ist die Anzahl begrenzt auf 21 Millionen noch was. Ja. Okay. Und was passiert, wenn die Welt wächst und wir 22 Millionen bräuchten? Okay, dann komme ich tatsächlich auf der nächsten Folge drauf. Ist sozusagen die Weiterbildung der Konsensbildung beim Proof-of-Work-Verfahren. Das ist, ja, wie schon erwähnt, ähnlich wie beim Schürfen von natürlichen Rohstoffen, ist das Mining-Prozess extrem energieintensiv. Bitcoin ist wie Gold oder fossile Brennstoffe, also total begrenzt, nämlich auf diese 21 Millionen, die der entsprechende
Kollege, der die Frage gestellt hat, richtigerweise schon angemerkt hat. Also es wird niemals mehr wie 21 Millionen Bitcoins bekommen. Und durch das Minen werden sozusagen die Bitcoins geschürft, bis eben 21 Millionen Bitcoins ausgegeben sind. Es sind nicht mehr 21 Millionen, weil einige Millionen sind sozusagen weg, weil irgendwelche Rechner aus den früheren Jahren weggeschmissen wurden oder die Passwörter vergessen wurden oder was auch immer. Aber die maximale Menge wären 21 Millionen. Wenn man 22 Millionen bräuchte, dann gäbe es die nicht. Es gibt nun mal 21 Millionen. Und das ist im Prinzip auch sozusagen das Interessante oder der Unterschied zum jetzigen Geldsystem. Im jetzigen Geldsystem kann man Geld drucken. Das passiert auch im Augenblick ganz massiv. Das wissen Sie besser wie ich als totale Fachmänner und Fachfrauen in der Vermögensverwaltung. Man macht eine Geldvermehrung, was zur Folge hat, dass es eine Inflation gibt. Was in den letzten Jahren rund um die Gesundheitskrise in maximalem Maße oder im extremen Maße auch entsprechend durchgeführt wird. Das ist in der Bitcoin-Welt eben nicht möglich. Das heißt, es ist begrenzt, es ist knapp. Und wenn Bedarf für 22 Millionen wäre, dann wären die 21 Millionen mehr wert, logischerweise, weil Angebot und Nachfrage ist sozusagen die Grundlage von entsprechenden Kursen. Dann würde ich sozusagen dadurch, dass es knapp ist und das begehrt ist, würde der Kurs sozusagen des Bitcoins entsprechend steigen. Weil es ist definitiv begrenzt auf maximal 21 Millionen. Die erste Frage möchte ich so beantworten. Es gibt verschiedene Blockchains. Wir kommen dort auch noch im Laufe des Vortrags dazu. Und diese Blockchain haben üblicherweise auch eine Währung. So ist es so, dass beispielsweise bei der Bitcoin-Blockchain die Währung Bitcoin ist. Also sozusagen Bitcoin hat zwei Bedeutungen. Einmal ist es die klassische Blockchain und zum anderen ist es die Währung auf der Blockchain. Also sozusagen auf dieser Blockchain kann man nur mit Bitcoin bezahlen. Es gibt eine andere große Blockchain, das ist Ethereum. Dort gibt es auch eine Währung und auf dieser Blockchain kann eben nur mit der Währung bezahlt werden. In dem Fall ist es Ethereum. Und von daher gibt es eben üblicherweise auf einer bestimmten Blockchain auch eine Währung. Kommen wir aber noch im Detail drauf. Das zum Thema Proof of Work, um das nochmal zu verstehen. Proof of Stake. Der Proof of Stake verbraucht im Vergleich zum Proof of Work deutlich weniger Energie, habe ich vorher erklärt, wegen der Rechnerleistung, die nicht zur Verfügung gestellt werden muss. Und das Proof of Stake-Verfahren ist im Augenblick noch sozusagen in kleineren Maße angewendet. Ethereum als die zweitgrößte Blockchain, die es gibt, nach Bitcoin, hat angekündigt, und das wird auch sehr wahrscheinlich dieses Jahr noch passieren, dass sie von Proof-of-Work-Verfahren auf Proof-of-Stake-Verfahren sozusagen umstellt, weil sagen wir mal, das Thema Energie natürlich ein ganz zentrales ist in dieser Welt, kann man jetzt sagen, glücklicherweise. Von daher hat sich Ethereum dafür entschieden, schon seit einigen Jahren, dass sie zu geraumer Zeit, und heuer ist es eben soweit, auf Proof-of-Stake-Verfahren entsprechend umstellt. Abgesehen von den Umfragen, es gibt noch eine Nachfrage zu dem Thema Bitcoin und Begrenztheit. Sozusagen, vielleicht ist es auch eine volkswirtschaftliche Betrachtung, die wir hier nicht ganz abbilden können, nämlich wie sieht es denn dann mit einer Deflation aus im Sinne der Tauschmittelanwendung, wenn eben die Menge der Währung begrenzt ist, aber die Waren werden ja produziert. Zweitens, Sie haben Ethereum angesprochen, auch hier, wer steckt da dahinter? Und da ist auch noch eine weitere Nachfrage hier vielleicht oder Präzisierung. Ethereum ist, glaube ich, die Blockchain im Sinne der Technik und die Währung heißt Ether. Oder ich glaube, so hatte ich Sie richtig verstanden, Herr Lettmeier, ja, an der Stelle. Genau so ist es, genau so ist es. Die inflationäre Auswirkung hatte ich erklärt. Also das heißt, dadurch, dass es begrenzt ist, kann es keine Inflation sozusagen dort geben. Das ist eben eins der Vorteile, wo ich auch nochmal drauf komme im späteren Vortrag, dass sowas insbesondere in Ländern außerhalb unserer Sphäre,
haben wir auch schon eine höhere Inflation. Man spricht jetzt auch, dass demnächst 6% Inflation rauskommt. Womöglich wird es auch durch die ganzen Chaos, den es derzeit auf der Welt gibt, womöglich noch höher werden, weil die Energiepreise steigen, weil die Lebensmittelpreise steigen. Und von daher wird natürlich so eine alternative Währung, die sozusagen inflationsgeschützt ist, immer interessanter. Dann vielleicht nochmal so ein kurzes Wort. Wer steht hinter Ethereum? Da komme ich noch drauf. Gut. Und dann haben wir noch zwei Fragen, die Sie aber auch, glaube ich, im Verlauf Ihres Vortrags jetzt mitnehmen werden. Eine weist schon ganz an den Ende. Da geht es um die Klimabilanz. Sie haben ja schon gesagt, Proof of Work ist sozusagen sehr energieintensiv. Ich glaube, die EU hat auch gestern dazu auch sich nochmal geäußert. Aber da auf die Frage gehen wir dann am Ende an. Wie sieht die Umweltbilanz aus im Sinne von klassisches Banksystem, weil auch eine Banküberweisung von heute inklusive dem Postbeleg, der verschickt wird, verbraucht Energie. Und das andere ist, da sorgt sich jemand schon, wenn jetzt die Bitcoins begrenzt sind, wie werden dann Miners entlohnt? Aber ich glaube, in Ihrem Vortrag gibt es ja auch noch eine Ausführung, was man alles machen kann und wo es Möglichkeiten gibt, ein Geschäftsmodell auszusetzen. Und ich denke, da passt die Frage dann gut hin und dort wird sie dann beantwortet. Ja, also die letztere, die kann ich auch anhand dieser Folie beantworten. Die maximale Geldmenge ist, wie gesagt, 21 Millionen und durch das Minen gibt es sozusagen Hochrechnungen und durch dieses Minen wird voraussichtlich die 21 Millionen, es sind ein paar Millionen weniger, weil eben, wie gesagt, einige Bitcoins sind verloren. Es ist voraussichtlich im Jahr 2140 sozusagen erreicht. Also dann gibt es keine Belohnung mehr. Wenn es schneller gehen sollte, weil womöglich der Markt des Bitcoins explodiert oder was auch immer, wissen wir alle nicht, dann ist es so, und das ehrlicherweise muss man dazu sagen, diese Miner, aber das wäre dann auch mal in der Nachfolgebandschaft, wenn man mal tiefer reingeht, diese Miner bekommen nicht nur Bitcoins, sondern die bekommen auch für das Minen mittlerweile ein Stück weit Netzwerkgebühren zurück. Also das wäre womöglich so eine Alternative, dass als Belohnung für dieses Minen eben auch Netzwerkgebühren ausbezahlt werden. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nachfolgenden Veranstaltung 2140. Da sind wir auch auf jeden Fall dabei, Herr Lettmeier. Dann kommen wir zur nächsten Folie. Ja, gut. Als Grundlagen würde ich Ihnen gerne die verschiedenen Tokens erklären. Also es gibt gängigerweise Payment Tokens, Utility Tokens und Security Tokens. Auch das gehört zur Grundlage. Payment Tokens sind die reinste Form der Kryptowährungen und ermöglichen den dezentralen Transfer von digitalem Geld, beispielsweise zum Kauf von Waren. Der eine oder andere wird sicherlich schon irgendwo in der Presse gelesen haben. Mittlerweile gibt es zumindest ein Land, welches den Bitcoin als Ledgerwährung sozusagen anerkannt hat. Das ist das Land El Salvador, die das letztes Jahr entsprechend gemacht haben. Das heißt, der Bitcoin ist dort ein offizielles Zahlungsmittel. Jetzt kann man sich fragen, warum das nicht alle anderen Länder so? Ja, also ich sag mal, zum einen ist, wenn man sich das jetzt anschaut, seit etwa einem halben Jahr ist El Salvador da dabei und nutzt sozusagen das als Zahlungsmittel. In El Salvador gibt es einen deutlich zweistellige Inflationsrate. Die sind ziemlich abhängig vom US-Dollar, ehrlicherweise auch. Dort wird sozusagen die Bitcoin-Transaktion als Zahlungsmittel rege genutzt. Irgendwann wird bestimmt die Frage kommen, ist jetzt der Bitcoin ein Wertaufbewahrungsmittel oder ist es ein Zahlungsmittel? Wenn Sie jemanden aus El Salvador fragen würden, der würde wahrscheinlich sagen, es ist ein Zahlungsmittel. Es gibt Diskussionen, dass das Gleiche auch in Mexiko beispielsweise passiert oder in anderen südamerikanischen Staaten, auch in Staaten in Afrika wird darüber nachgedacht. Ehrlicherweise hat auch vor ein paar Wochen die Ukraine und Russland sozusagen darüber entsprechend nachgedacht. Also in Ländern, wo eine hohe Inflation ist, ist das eine echte Alternative. In unseren Sphären kann man darüber nachdenken, ob es eine
ob es eine Alternative zu Gold ist beispielsweise, also als Wertaufbewahrungsmittel. Und jetzt, just jetzt in dieser Krise, die wir haben, wird sich das auch zeigen, ob ein Bitcoin geeignet ist als Wertaufbewahrungsmittel, ob es wirklich ein digitales Gold ist. Das ist jetzt zum ersten Mal in der Geschichte des Bitcoins aus meiner Sicht jetzt die Generalprobe, ob es geeignet ist als Wertaufbewahrungsmittel und als digitales Gold. Im Payment-Token-Bereich dominiert natürlich der Bitcoin, allseits bekannt, aber es gibt auch alternative Altcoins, auf die wir dann auch noch eingehen werden. Utility-Tokens, da ist leider in der Folie ein Fehler, da müsste jetzt nicht Security-Token, sondern Utility-Token drinstehen. Also Utility-Token bieten dem Inhaber das Eigentum an den Vermögenswerten und Nutzungsrechten, wie beispielsweise Dividendenausschüttungen. Also mit dem Utility-Token, das ist sozusagen die Blockchain aus diesem, wenn man das so gängig sagen will, und das ist sozusagen die Grundvoraussetzung, um überhaupt irgendwelche Vermögenswerte als dann Security-Token entsprechend drauf lagern zu können. Also sie ermöglichen also den Zugang zu Dienstleistungen oder einer Ware. Und hier dominiert Ethereum diesen Markt, die aber wiederum andere Alternativen, wie zum Beispiel Polkadot, Solana, gibt noch ein paar andere, die sozusagen dort Nachahmer gefunden haben. Security-Token ähneln den Utility-Token und stellen sozusagen die Investitionen in bestehenden Vermögenswerten dar. Also beispielsweise, wenn es erlaubt wäre, dass Aktien digital sozusagen als Token ausgegeben werden, dann wäre die Aktie ein Security-Token oder die Anleihe oder das Zertifikat oder das NFT oder das Gemälde, der Kuss, den Sie vorher erwähnt haben, Herr Kiefer, oder irgendwelche Spiele oder sonst irgendwas. Der Hauptvorteil, und da kommen wir auch noch später dann auch drauf, ist natürlich für den Emittenten, wenn man jetzt von Aktien, Anleihen und Zertifikaten spricht, dass dadurch die traditionellen Clearinghäuser nicht mehr benötigt werden, wie zum Beispiel Clearstream Banking oder eine Bank oder wie auch immer. Ja, also das heißt, da wäre vorstellbar, dass eine Verwahrung von Aktien oder Anleihen auch ohne Clearstream, ohne die gängigen Lagerstellen, wie wir sie jetzt haben, entsprechend möglich sind. So, jetzt möchte ich auf die Payment-Tokens, Utility-Tokens und Security-Tokens etwas näher eingehen. Ich glaube, vieles haben wir schon so ein Stück weit erklärt. Payment-Token ist klassisch der Bitcoin, der auf der Blockchain Bitcoin entsprechend transferiert wird. Ist für private Zahlungen beispielsweise in El Salvador und demnächst auch in anderen Ländern sozusagen geeignet, um Waren und Dienstleistungen zu kaufen über die Bitcoin-Blockchain. Ether hatten wir auch schon erwähnt. Ether ist die Währung auf der Blockchain Ethereum, die zweitgrößte Blockchain, und die Währung darauf heißt Ether. Bitcoin Cash überspringe ich mal so, das ist so eine Abspaltung aus dem Bitcoin-Protokoll. Dann haben wir beispielsweise Solana, weil es auch in der Presse immer wieder mal sozusagen kommt, da ist die Währung auf der Solana-Blockchain Sol. Ist eine Blockchain, die im Proof-of-Stake-Konsens entsprechend durchgeführt wird. Und dann habe ich noch aufgeführt die Währung Mana. Die Währung Mana ist die Währung in einer digitalen dezentralen Plattform, die virtuelle Realität darstellt, nämlich Decentraland. Das ist im Prinzip fast schon ein Videospiel. Ich habe es deswegen aufgeführt, weil es irgendwie auf der einen Seite ziemlich strange und auf der anderen Seite irgendwie wahnsinnig spannend findet. Decentraland ist ein virtuelles Spiel, wo man sozusagen seine eigene Identität aufbauen kann mit einem völlig anderen Beruf oder mit einer verschiedenen Tätigkeiten. Beispielsweise kann man in Decentraland reingehen und eine Bar eröffnen und Gin, Wodka, Bier, Wein verkaufen. Und die da reingehen, also andere Spieler, kaufen sich dann einen Gin Tonic und bezahlen den mit Mana. Ja, also wir haben, nachdem wir uns so ein bisschen auch positioniert haben, dass wir über die Blockchain-Technologie
einige Aktivitäten machen. Gibt es schon so, dass der eine oder andere mich anruft und ich habe da Fälle, wo eben verschiedenste Menschen sich diese Identität im Decentraland angelegt haben und dort sozusagen ihr Geld verdienen. Weil mit diesem Mana, die sie dann durch den Verkauf ihrer Waren im Decentraland erwerben, diese kann man dann wieder umtauschen in Fiat-Geld. Also Fiat-Geld ist sozusagen in diesem ganzen Blockchain-Sprache des Geldes, was das konventionelle Geld ist, also sozusagen Euro, US-Dollar, Schweizer Franken und Ähnliches. Man kann diese Mana umtauschen in Euro und kann dann sozusagen im Decentraland seinen Lebensunterhalt verdienen. Ja, also es gibt Menschen, die im Decentraland sozusagen eine zweite Identität haben und den ganzen Tag vor Decentraland sitzen und dort Geld ausgeben und Geld einnehmen. Und es geht so weit, dass wirklich etablierte Firmen dort sozusagen eigene Shops machen. Ich denke zum Beispiel an H&M oder beispielsweise Adidas. Und dann ist dieser virtuelle Mensch in Decentraland und kauft sich Adidas-Schuhe mit Manas und Adidas nimmt diese Manas ein. Ja, und vor kurzem, ich glaube letzte Woche war es, habe ich gelesen, dass dort mittlerweile sogar Banken sozusagen Filialen eröffnen, weil diese virtuellen Menschen sozusagen auch ein Bankkonto brauchen. JP Morgan beispielsweise hat dort eine Bankfiliale in Decentraland, also in dieser virtuellen Welt. Und dort ist die Währung eben nicht US-Dollar, Euro oder Schweizer Franken, sondern Mana. Unglaublich, aber tatsächlich Realität. Es gibt hier eine Verständnisfrage, eine Basisfrage. Also wenn man Sie jetzt nicht anruft und Ihnen sagt, hier könntest du einen Bitcoin haben, wo kann ich denn Bitcoins oder Mana oder Ether erwerben? Wie sieht das denn aus? Wie kann man sich das vorstellen? Sie haben eben das Stichwort Wertaufbewahrung genannt. Also wo man Gold kaufen kann, weiß ich, aber bei Bitcoin weiß ich es nicht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt zentrale und dezentrale Börsen. Fangen wir mit den zentralen Börsen an. Es gibt Companies, wie beispielsweise, um die größte zu nennen, Coinbase. Das ist eine börsennotierte Unternehmen aus Amerika. Die haben mittlerweile auch eine deutsche Zulassung, eine VA-Zulassung. Dort könnten Sie ein Konto eröffnen, also sozusagen ein Fiat-Konto und ein Bitcoin-Konto. Das ist ganz normal der Know Your Customer Prozess, den sie dort entsprechend durchführen. Die haben eine Kooperationsbank, Coinbase, die sozusagen die Fiat-Seite abwickelt. Dort überweisen sie diese Fiat hin und können dann über Coinbase diese Fiat-Währung in Bitcoin, Ether, Solana, Mana oder was auch immer. Ich glaube, die haben irgendwie um die 50 verschiedene Währungen, die man dort entsprechend erwerben kann und auch sozusagen lagern kann als zentrale Instanz. Ja, ganz wichtig, also Coinbase ist ähnlich wie eine Bank und es ist eine zentrale Anwendung, wo Sie das entsprechend durchführen können. Eine andere Möglichkeit ist, dass Sie auf dezentrale Börsen gehen. Also es gibt verschiedene dezentrale Börsen, die sozusagen wirklich dezentral abgewickelt werden, also ohne Menschen dort. Da gibt es beispielsweise SushiSwap, die haben alle ein bisschen eigenartige Namen. Und dort können Sie sozusagen den gleichen Vorgang dezentral entsprechend durchführen. Vielleicht auch noch mal zwei. Und zukünftig können Sie das auch über die V-Bank machen. Ich greife da vor. Wir haben vor, dass wir sozusagen Ihnen als Vermögensverwalter den Zugriff auf die verschiedenen Blockchains ermöglichen, um dann diesen Vorgang auch über uns entsprechend zu machen. Aber da kommen wir. Gut, Sie haben schon gesagt, komische Namen. Da gab es jetzt auch nochmal zwei konkrete Nachfragen. Erstens, wenn ich ein Passwort verliere oder einen Key, dann habe ich Pech gehabt, Fragezeichen. Gibt es dann no way back? Und zweitens gab es eine Nachfrage bezüglich Regulierung. Sie haben immer wieder betont, dezentral, das ist etwas im Web, irgendein Sushi-Laden. Man sollte es dann nicht verwechseln mit einem richtigen Sushi-Laden. Aber ja, wo ist da die Regulierung? Ist da was geplant? Kann man das überhaupt regulieren? Widerspricht das nicht dem Grundgedanke dieser Blockchain, die ja auf staatlichem, ich sag mal,
Entzug eigentlich oder als Reflex vor staatlichem Zugriff entstanden ist. Und dann eine weitere Frage. Ich glaube, da müssten wir dann eher mal einen Volkswirt einladen und ich hoffe, man sieht es uns nach, wenn wir die nicht beantworten, in welcher Weise Virtual Reality, wie hier Manna, wertschöpfend ist. Früher hat man was hergestellt. Ja, man konnte es früher oder später entweder anfassen oder hat die Dienstleistung erlebt. Manna ist jetzt virtuell und dieses Metaverse. Aber ich glaube, das überlassen wir dann den Volkswirten zu überlegen, inwieweit hier noch von einer Wertschöpfung gesprochen werden kann. Ja, zum Thema Regulierung. Ich sage mal Passwort vergessen. Ja? Wenn Sie heute zu Coinbase, Nuri, was gibt es noch? Bison ist eine Tochter der deutschen Börse. Der Stuttgarter Börse, gibt noch ein paar andere Anbieter, Bitpanda aus Österreich beispielsweise, als zentrales Institut sind sie sozusagen nicht Schlüsselinhaber. Das würde bedeuten, sie locken sich in diese zentralen Börsen oder Aufbewahrungshäuser ein mit einem bestimmten Passwort und haben dann Zugriff auf ihre Coins, die sie dort lagert haben. Da ist es so, wenn sie ihr Passwort vergessen, dann können Sie dort anrufen oder dort eine E-Mail schreiben und dann kriegen Sie das sozusagen wieder zurück. Das ist sozusagen die Dienstleistung, die diese zentralen Börsen, ich nenne es jetzt einfach mal Börsen, sozusagen anbieten. Das heißt allerdings, es ist ein zentrales Institut mit allen Nachteilen, die man von einem zentralen Institut hat. Und ich tue mir jetzt schwer, sozusagen in einem mitteleuropäischen Land zu sagen, was habe ich da für Nachteilen, aber stellen Sie sich vor, Sie leben irgendwo in einem korrupten Land, womöglich irgendwo in Südamerika oder wo auch immer, wo sozusagen dieses Vertrauen in Banken, in Regierungen etc. nicht so sozusagen vorrätig ist. Dann ist es im Prinzip egal, ob Sie zu einer Bank gehen oder zu einer Coinbase oder was auch immer. Weil Sie haben immer das Risiko, dass dieses zentrale Institut sozusagen Ihre Konten sperrt, ihre Zugänge sperrt oder die Regierung einfach sagt, es gibt bei uns eine Geldwäscherichtlinie, die es besagt, es ist ein Geldwäscheverdachtsfall und Bank, du hast jetzt einfach die Aufgabe, das Konto zu sperren und aus. Ja? Also das heißt, wenn Sie über eine zentrale Börse gehen, haben Sie den Vorteil, dass Sie sozusagen das Risiko, dass Sie Ihre Schlüssel und Ihre Passwörter vergessen, nicht so extrem, wie wenn Sie direkt auf die Blockchain gehen. Wenn Sie direkt auf die Blockchain gehen, gibt es keine zentrale Instanz, da können Sie nicht anrufen oder können Sie nicht nachfragen, blöd, ich habe mein Passwort vergessen, sondern das ist Ihre Verantwortung. Das heißt, dann, wenn Sie das Passwort vergessen, können Sie auch nicht mehr auf Ihre Wallet auf der Blockchain ran, dann ist es für immer und ewig weg. Deswegen gibt es auch keine 21 Millionen Bitcoins mehr, weil viele das oder einige das sozusagen verloren haben. Dafür gibt es aber auch keinen, der Ihnen dort entsprechendes sperren kann oder sonst irgendwas. Natürlich kann es eine Regierung verbieten, dass Bitcoin-Handel und Verwahrung nicht erlaubt ist. Aber wenn Sie in einem dezentralen Netzwerk sind und direkt auf der Blockchain sind, dann können Sie es trotzdem machen. Es ist womöglich strafbar in diesen Ländern, aber Sie können es trotzdem machen. Und wenn Sie über eine zentrale Börse gehen und es ist in diesem Land verboten, dann darf eben auch dieses dezentrale Laden, der reguliert ist von den entsprechenden Regierungen, das auch nicht mehr zulassen. Das ist sozusagen die Chance und das Risiko, was Sie haben, ob Sie zentral oder dezentral gehen. Aber der Ursprungsgedanke von Satoshi Nakamoto war ein dezentrales Werk, wo Sie selbst Herr der Dinge sind, wo Ihnen auch keiner reinredet, sondern es ist eine Peer-to-Peer-Lösung ohne zentrale Instanz. Und von daher ist die eigentliche Idee damals 2008 gewesen, eben es unabhängig von irgendwelchen Regierungen oder anderen zentralen Instanzen zu machen. Vielleicht auch diesen Basisteil bisschen auch mit der Zeit im Blick halten. Noch eine letzte Nachfrage, Stichwort Hackerangriff. Ich sag mal so, wenn ich nicht mehr ins Netz komme, komme ich auch nicht mehr an meine Bitcoins, Ether oder Solanas mehr ran. Doch, können Sie, weil ich dringend empfehlen würde, dass Sie womöglich einen Ledger hernehmen. Ledger ist sozusagen ein Stick, wo Sie sozusagen Ihre entsprechenden Coins auf
deinem Stick abspeichern, den sie entweder in der Hosentasche oder sonst irgendwo tragen, in einem Tresor oder was auch immer. Und dann sind sie in dem Augenblick, wenn es einen Internetausfall gäbe, sozusagen unabhängig. Es kann aus diesem Ledger oder aus diesem Stick nicht genommen werden. Natürlich, wenn es dauerhaft und für immer einen Internetausfall gäbe, dann würden sie dort auch nicht mehr draufkommen, weil es basiert natürlich auf einem Netzwerk und Netzwerk heißt Internet. Aber ich glaube, wenn ein Netzwerk für immer ausfallen würde, dann hätten wir auch ein ganz anderes Problem. Wenn Sie auf der Blockchain direkt Ihre Vermögenswerte lagern, dann gibt es dort entsprechende Passwörter, Phrases heißt es, mit 24 verschiedenen Wörtern, die Sie sich merken sollten, die Sie sich womöglich auf einem Blatt Papier schreiben, die Sie womöglich auf einer Stahlplatte einstanzen, damit es auch von Feuer gesichert ist. Also all diese Varianten gibt es dazu. Ich sage mal, auf der Blockchain ist es enorm wichtig, dass man sich diese Passwörter natürlich alle merkt. Gut, kommen wir zum zweiten Teil der Payment Token, nämlich die sogenannten Stablecoins. Ist, glaube ich, auch als Grundlage sehr wichtig zu wissen. Stablecoins sind sozusagen Coins, die an einen Basiswert gebunden sind, wie beispielsweise den US-Dollar, Gold oder ein Korb von Kryptowährungen. Also wir sagen, Stablecoins bilden eine Fiat-Währung in der Regel ab. Also es gibt beispielsweise Tether, US-Dollar-Coins, Binance, US-Dollar-Coins oder DAI. Beim US-Dollar-Coin, das ist sozusagen ein Coin, der 1:1 den US-Dollar sozusagen abbildet. Ja, nur, dass Sie diesen dann eben über eine Blockchain transferieren und aufbewahren können, auch in einem Ledger entsprechend aufbewahren können und Sie das Kursrisiko, welches unzweifelhaft bei den Coins besteht, dahingehend reduzieren können, dass Sie nur noch das Kursrisiko der entsprechenden hinterlegten Basiswährung entsprechend haben. Ja, es ist, wie ich finde, hochinteressant, ehrlicherweise. Man spekuliert dann weniger auf irgendwelche Kursgewinne oder Kursverluste, je nachdem, ob sie long oder short gehen, sondern sie haben sozusagen den Vorteil der Dezentralität bzw. den Vorteil der Digitalisierung gepaart mit der Sicherheit der jeweiligen Währung, je nachdem, wie sie die Währung als sicher empfinden, ja oder nein. Das sind sogenannte Stablecoins. Interessant finde ich, dass es in der Schweiz einen Stablecoin gibt auf Schweizer Franken, der sozusagen als im Hintergrund eine Bürgschaft von drei ganz großen Schweizer Banken haben und auch von der FINMA entsprechend akzeptiert wurde. In der Schweiz, glaube ich, gibt es Negativzinsen in Höhe von 65 Basispunkten. Wenn Sie das Ganze über ein Stablecoin machen und in Ihrer Wallet entsprechend aufbewahren, ist sozusagen die Negativzinsen gleich bei Null. Ja, also das finde ich hochinteressant und ich kann nur sagen, die Schweizer sind auch dort viel weiter, als wir das hier in Deutschland sind. Der Herr Kiefer hat es vorher gesagt. Oder die SPD mit den Linken und mit den Grünen haben einen Gesetzeswurf Europäischen Union sozusagen eingereicht, um alle Coins mit einem Proof-of-Work-Verfahren zu verbieten. Proof-of-Work-Verfahren haben wir vorher gelernt, wäre beispielsweise Bitcoin. Und jetzt kann man natürlich immer sagen, ja, man muss alles tun, um sozusagen unsere Welt, unsere Umwelt zu schützen. Das ist auf der einen Seite definitiv richtig. Es ist nur so, wenn man den Bitcoin verbieten würde, dann heißt es, dass das sozusagen für Europa im Sinne der Digitalisierung eine dramatische Maßnahme aus meiner Sicht, weil sozusagen der Bitcoin irgendwie so die Leitwährung ist. Also wenn man über Krypto redet, dann fallen den allermeisten Menschen eben der Bitcoin ein. Wenn der verboten werde, dann würde sicher jeder wahrnehmen, okay, Kryptowährungen sind grundsätzlich verboten, weil viel zu umweltschädlich. Und von daher finde ich sowas, so eine Maßnahme in Europa ehrlicherweise massiv verwerflich, weil wir sowieso in Themen der Digitalisierung weit dahinter hängen im Vergleich zu vielen asiatischen und vor allem in Amerika hinterherhängen und wir das womöglich nicht mehr aufholen können.
Vielleicht noch kurz, bevor Sie weitergehen, beziehungsweise bei CBC passt es ja auch. Sie haben ja hier schon bei Stablecoin auch angedeutet, wie dann jetzt ein Geschäftsmodell aussehen kann. Und das weist ja schon in den zweiten Teil Ihres Vortrages, wo sind dann die Chancen, was zu machen. Das gab dann gleich die Nachfrage, wie sieht denn hier die Handelbarkeit aus von Stablecoins? Und wie sieht es mit der Steuer aus? Beispielsweise bei Gold, wenn Sie das ja eine bestimmte Zeit lang halten, ist dann der Gewinn steuerfrei. Sind denn solche Fragen auch schon geklärt? Dann gab es auch die Frage, aber ich glaube, die kommt dann im weiteren Vortrag nochmal zum Thema Geldwäsche, Kontrollmöglichkeiten kam auf. Und die letzte und eine Bitte, das schiebe ich kurz ein mit der PowerPoint. Wir haben hier einige Informationen und Darstellungen in der Datei, sodass wir die leider nicht verschicken können. Ich bitte das nachzusehen. Sollten Sie da dringend was gezielt brauchen, kommen Sie doch bitte auf mich zu und dann schauen wir, wie wir Ihnen helfen können. Okay. Herr Giffey, ich möchte da keinen runterreden, aber all die Fragen kommen noch in dem Vortrag. Ich glaube, wir haben jetzt noch 40 Minuten. Ich bin mir ganz sicher, wir werden alle diese Frage beantworten können. Aber ich habe schon den Ehrgeiz, alle Folien zu zeigen. Und bitte dessen würde ich all diese Fragen kurz zurückstellen. Ich komme definitiv drauf. Und ansonsten haben wir am Schluss noch die Runde, sozusagen dort nochmal drauf einzugehen. Payment Tokens waren wir stehen geblieben, um es zu vervollständigen. Es gibt die sogenannten CBDCs, Central Bank Digital Currencies, was nichts anderes bedeutet, und Sie haben sicherlich auch alle gelesen, dass auch der digitale Euro kommen soll, dass man sich dort intensiv beschäftigen. In Europa dauert sowas leider noch länger. Man spricht davon, dass es irgendwann zwischen in 3 bis in 5 Jahren ist. Sie haben sicherlich auch von China gehört, dass dort schon ein digitaler Yen sozusagen eingeführt ist. Das heißt im Prinzip nichts anderes, dass sozusagen die reine Fiat-Währung dann digital abgebildet wird, sozusagen auf der Blockchain, was aber 1:1 sozusagen dann die entsprechende Währung ist. Da gibt es Vor- und Nachteile. Der wesentliche Vorteil ist sicherlich, dass der Zugang der Zugang zu dieser digitalen Währung deutlich einfacher ist, wie das in vielen Ländern dieser Welt ist. Ich war noch Anfang 2020 in Afrika beispielsweise, da ist es bei Weitem nicht so, dass jeder Mensch dort ein Bankkonto hat, aber alle haben ein Handy. Von daher ist es dort sicherlich ein riesiger Vorteil, eine digitale Währung entsprechend einzuführen, um sozusagen über das Handy oder über das Internet entsprechende Geldtransaktionen durchzuführen, ist viel einfacher, als wie man zur Bankfiliale, die womöglich kilometerweit weg ist. Also uns kommt es ja auch schon so vor, dass irgendwie gibt es keine Bankfiliale, mir geht es zumindest so, eine nach der anderen geht weg. Aber in anderen Ländern dieser Welt ist es noch natürlich viel, viel, viel dramatischer. Und das ist sicherlich ein Riesenvorteil. Der Nachteil daraus ist, und wenn man jetzt weiterspinnt und sagt, dadurch wird das Bargeld ersetzt, was ich persönlich nicht glaube, aber es wäre eine Vision, dann heißt es, dass sozusagen Regierungen einen deutlich größeren Zugriff auf die entsprechenden Bankkonten etc. hat. Das ist insbesondere wiederum in korrupten Ländern dramatisch. Ich darf ein Beispiel nennen. Vor 2 Wochen gab es größere Demonstrationen in Kanada, also aus meiner Sicht ein sehr sozialisiertes Land, wo irgendwelche Trucker gegen irgendwelche Corona-Maßnahmen demonstriert hat. Und die kanadische Regierung hat es durchgesetzt, dass sozusagen die militanten Demonstranten, dass deren Bankkonto sozusagen gesperrt wird. Das wäre auch vorstellbar, wenn es ein CBDC in Kanada gäbe, dass eben auch die Wallets sozusagen gesperrt werden. Und das macht so ein bisschen deutlich, was so ein Stück weit die Nachteile von CBDCs sind, dass es halt total transparent ist. Ich hätte damit kein Problem, ich habe nichts zu verstecken, aber es gibt womöglich in Ländern das eben schon. Und natürlich würde dann eine staatliche Instanz auch jegliche Transaktion über diese CBDCs über die Blockchain entsprechend sehen. 86% der weltweiten Zentralbanken beschäftigen sich mit der Strategie der digitalen Währung, also will sagen nahezu alle.
Ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass früher oder später alle Länder dieser Welt CBDCs haben, also digitales Geld. Umgesetzt ist es in den Bahamas und der Ostkaribik. China hätte man noch aufführen können, weil die das eben auch vor kurzem entsprechend gemacht haben. Auf dieser Folie macht so ein bisschen deutlich, da gibt es verschiedene Achsen, nämlich zum einen die zentrale Verwaltung und das dezentrale Netzwerk, also in dieser Sphäre, und hier traditionell offline oder digitale Technologie. Klassisch ist das Bargeld hoch offline und traditionell mit einer zentralen Verwaltung von auf Bundesebene. Wenn man jetzt sagt, was ist alles zentral, dann ist es Bargeld und diese CBDCs, also von zentraler Überwachung. CBDCs sind hochtechnologisch. In der Mitte sind diese privaten Online-Zahlungssysteme wie PayPal, Visa, Mastercard etc. Und je digitaler und dezentraler würde ganz unten rechts natürlich diese entsprechenden Kryptowährungen entsprechend sein und die Stablecoins so in der Mitte, also hoch digital, aber dadurch, dass sozusagen die Fiat-Währung hinterlegt ist, geht es natürlich schon irgendwo so in das Zentrale rein. Ich finde, diese Seite macht so ein bisschen klarer, wo man diese verschiedenen Währungen sozusagen einwerten kann. Das war ein kurzer Überblick über die Payment-Tokens, dass Sie die sozusagen verstehen. Und jetzt komme ich auf die Utility-Token. Und da werden Sie eine gewisse Leidenschaft bei mir entdecken. Ich bin dort angesteckt durch meinen Kollegen Marcel Ullmann, ein totaler Ethereum-Fan, ehrlicherweise. Ethereum wurde 2015 ins Leben gerufen. Der Erfinder ist ein russisch-kanadischer Softwareentwickler, nämlich der Vitalik Buterin, der das Potenzial für Kryptowährungen sehen, die über diese Zahlungsfunktion hinausgeht. Also wir haben vorher gelernt, der Bitcoin ist dafür dort da, um Zahlungen von einem Empfänger zum anderen entsprechend durchzuführen. Und Ethereum oder der Vitalik Buterin hat es dahingehend weiterentwickelt, dass man über die Blockchain-Technologie nicht nur Währungen austauschen kann, sondern eben auch Waren und Dienstleistungen. Und das ist aus meiner Sicht sozusagen das richtig Weltverändernde. Ethereum, haben wir schon gesagt, hat eine eigene Kryptowährung, nämlich Ether, und bietet auch eine offene Plattform für zahlreiche dezentrale Anwendungen, die man D-Apps nennt, die mithilfe digitaler Verträge, nämlich sogenannten Smart Contracts, Zugang zu Vermögenswerten aller Art ermöglichen. Jeder kann einen solchen Utility-Token auf Ethereum-Blockchain erstellen. Ja, also ist die Ethereum-Plattform ermöglicht es, eine direkte und sichere Übertragung von Vermögenswerten wie zum Beispiel Immobilien, Autos, Elektrizität, Wertpapiere, Kunstwerke, Uhren, knappe Güter etc. etc. kann über diese sozusagen über diese technische Blockchain sozusagen zum einen übertragen, aber auch verwahrt werden. Ja? Und diese Smart Contracts, also diese intelligenten Verträge, die sozusagen kleine Computerprogramme sind, wo sozusagen ein Vertrag hinterlegt wird, eine Vereinbarung zwischen den entsprechenden Parteien, die dann automatisch entsprechend durchgeführt wird. Also es könnte sein, dass es ein Smart Contracts gibt, dass sozusagen digitale Aktien, nehmen wir mal die Siemens-Aktie, da gibt es einen Smart Contracts, der besagt, heute zahle ich Dividende, zahle allen Inhabern der Siemens-Aktie so und so viel Dividende aus, und das Ganze erfolgt dann über einen Smart Contracts, über sozusagen über eine Buchung auf den entsprechenden Blockchains innerhalb von Sekunden. Es ist auch vorstellbar, dass es Smart Contracts für Wertpapierüberträge gibt oder für den Kauf einer Immobilie oder eines Oldtimers. All das, was sozusagen digital dargestellt werden kann. Und das finde ich eigentlich noch viel spannender wie sozusagen der Bitcoin. Den Bitcoin finde ich deswegen interessant und wichtig, weil es der erste ist und weil es sehr bekannt ist. Und Ethereum und andere Blockchains, die eben die Möglichkeit haben, Smart Contracts darzustellen und eben auch Vermögenswerte darzustellen,
das, glaube ich, wird sozusagen die Welt verändern. Und ich glaube, wenn man sich jetzt nochmal an das Zitat von der Katharina Gera zurückerinnert, ich glaube, genau das hat sie damit entsprechend auch gemeint. Ja, Security Token, die Zukunft der Geldanlage. Wenn ich es richtig rübergebracht habe, dann glaube ich, ist auch verständlich für Sie als Banker und als absolute Profis, welche Möglichkeiten dort bestehen in der Vermögensanlage und auch und eben nicht nur von bankfähigen Produkten im Sinne von Aktien, Anleihen, Fonds, um die Überbegriffe zu sagen, sondern eben auch in der Vermögensanlage von ganz anderen Assetklassen, ja, nämlich alles, was knapp wertvoll entsprechend ist, wo ein normaler Mensch sozusagen gar nicht ran könnte, wo man aber dann durch diese Fungibilität und durch diesen Zugriff auf die Blockchain eben auch die Möglichkeit hat, wertvolle Kunstgegenstände etc. sozusagen zu erwerben und zu verwahren. Ja, ich kann sagen, wir und vielleicht auch noch ganz andere Banken haben diese Möglichkeit für uns entdeckt und deswegen werden wir uns auch intensiv damit beschäftigen, um Ihnen die Möglichkeit zu bieten, einen Zugriff auf die Blockchain zu haben, um sozusagen Ihre Kunden auch dann deutlich übergreifender sozusagen in die Vermögensverwaltung zu betreuen. Wenn Sie sagen, wir beschäftigen uns damit, es gab da eine Nachfrage, wie wird denn sichergestellt, dass beide Parteien sich bei den Smart Contracts auch an den Vertragsgegenstand halten? Kann ich also sozusagen die Polizei rufen? Oder was passiert ganz konkret? Sie sagen hier, wenn die V-Bank jetzt zum Beispiel den Zugang ermöglicht, ich ordere Wertpapiere über diesen Weg, aber die kommen nicht. Kann das passieren? Und wie sieht es hier mit der Sicherheit aus? Also wir sind eine zentrale Instanz und von daher sind wir auch sozusagen an Regularien gebunden. Und wenn wir heute ein Wertpapierdepot anbieten, dann geben wir Ihnen auch als Bank eine gewisse Sicherheit. Und Sie haben ja auch Vertrauen in uns, dass wir das vernünftig verwahren mit all unseren Partnern, die es so gibt. Und wenn wir das als V-Bank entsprechend anbieten, dann würden wir das nur dann anbieten, wenn wir auch dazu entsprechend unsere eine gewisse Garantie sozusagen rausgeben können. Also wir bieten sowas nur dann an, wenn wir es auch verantworten können als Bank. Und deswegen werden wir das auch entsprechend so sicher anlegen, dass wir entsprechend auch dafür haften, dass das auf den entsprechenden Wallets dann auch richtig entsprechend durchgeführt wird. Wenn Sie das dezentral machen, ja, dann ist es so, dass sich in der Zukunft, dass man sozusagen Vertrauen in diese Konsensbildung haben muss. Ich glaube, dass die jüngere Generation das noch viel mehr hat, zumindest wenn ich meine 5 Kinder anschaue, was die so im Internet alles so treiben. Da gibt es fast keine Vertrauensschwelle mehr. Genau, man muss dafür dann für diese Konsensbildung das entsprechende Vertrauen haben. Das ist genau wieder der Vorteil einer zentralen und einer dezentralen Instanz. Wenn wir es anbieten, würden wir dort auch die entsprechende sichere Infrastruktur aufbauen, in der wir auch ein Stück weit entsprechend haften. Bei Wertpapieren. Ich habe auch bezogen auf, konkret auf dieses NFT-Thema. NFTs sind sozusagen Non-Fungible Tokens. Das ist sozusagen die Möglichkeit, alternative Vermögenswerte zu tokenisieren und damit fungibel zu machen. Ja, also da gibt es eben die Möglichkeit, irgendwelche Kunstwerke, ich sage immer gern das Beispiel der Mona Lisa, die Mona Lisa könnte digitalisiert werden in viele, viele, viele Einzelteile und man hätte dann eine Möglichkeit, dass man sich einen Teil der Mona Lisa, vielleicht für 10.000 Euro oder 100.000 Euro oder Millionen, sozusagen zu erwerben und seinen Token sozusagen aufzubewahren. Jetzt kann man sich ja die Frage stellen, was passiert denn, wenn die Mona Lisa beschädigt wird oder wenn es im Louvre einen Wassereinbruch gibt und sie wird zerstört oder es kommt dazu, dass sozusagen der Einbrecher da ist, der das entsprechend durchführt. Wir haben die eine oder anderen Gespräche zum Thema NFTs.
weil es tatsächlich einige gibt, die bestimmte Vermögenswerte haben, die sie digital entsprechend aufbewahren wollen. Üblicherweise ist so, dass, nehmen wir mal das Beispiel der Mona Lisa, könnten wir aber auch andere Beispiele nehmen, dass es dort sozusagen Versicherungen gibt, die auch in diesen Smart Contracts entsprechend hinterlegt sind, dass man einfach dann als Erwerber dieses Kunstwerks weiß, okay, dieses Kunstwerk, was ich kaufe, ist gelagert physisch sozusagen in einem Museum. Da gibt es die und die entsprechend Versicherungen. Ich habe das und das Restrisiko. Üblicherweise werden sowas wie Nuklearanschläge gar nicht versichert. Das muss man wissen und muss man dann sagen, okay, das Risiko gehe ich ein oder ich gehe es eben nicht ein. Und so ist üblicherweise bei den NFTs die entsprechende Sicherheit gewährleistet. Es gibt dann noch eine Nachfrage zu Immobilien. Da kennt man hier in Deutschland, aber auch sonst weltweit, das Grundbuch, Beurkundungen und so. Das ist ja doch auch ein hochoffizieller Akt. Aber wie kann ich mir das jetzt bei NFTs vorstellen und eine Immobilie als Token? Also üblicherweise ist es so, wenn man sich jetzt, wenn man den ganzen Weg zu Ende denkt und es gibt Länder, da gibt es kein Grundbuch mehr. Tatsächlich, ja, sondern es ist generell auf digitalem Weg, sind diese Länder und entsprechend digital und man kann sich dort entsprechende Security-Tokens auf irgendwelche Immobilien sozusagen erwerben. Also am Ende der ganzen Kette könnte es sein, dass es kein Grundbuchamt mehr gibt und keinen Notar, der diese ganze Eigentumsübertragung sozusagen notariell beurkundet. Und es könnte sein, dass das Ganze über die Blockchain, über die Algorithmen, über die Konsensbildung entsprechend verstanden wird. Jetzt sind wir natürlich alle nicht naiv. Das Grundbuch in Deutschland aufzulösen ist ein langwieriger Prozess, da bin ich mir sicher. Und jetzt arbeite ich noch irgendwie zwischen wahrscheinlich um die 10 Jahre, da bin ich mir ehrlicherweise ziemlich unsicher, ob ich das noch erleben würde, ob das sozusagen ob das Grundbuch abgeschafft wird. Wahrscheinlich in 10 Jahren nicht, aber in einer langfristigen Denke kann ich mir das sehr wohl und sehr gut vorstellen. Bis dahin gibt es Lösungen für Immobilien, dass man sozusagen die Immobilie auf eine Anleihe sozusagen legt und diese Anleihe dann tokenisiert. Und somit in irgendeiner Weise der entsprechende Vermögenswert übertragen werden kann, digital. Das sind so die ersten Lösungen, die ich so kenne im Bereich der Immobilien. Ja, NFTs. Da ist sozusagen den Gedankengang ohne bis zum Horizont, was alles als NFT dargestellt wird. Es gibt digitale Kunstwerke, die es nur digital gibt, die es also physisch sozusagen nicht gibt. Der eine oder andere hat sicherlich schon mal was von Crypto-Punks gehört. Das sind so Punks, die kryptografisch entsprechend als Kunstwerk dargestellt wird. Oder irgendwelche Affen, die als Kunstwerk gelten und nur digital zur Verfügung stehen. Die gibt es physisch gar nicht, kann man auch nicht aufhängen. Sind trotzdem wertvoll und knapp, weil es diesen digitalen Affen nur ein einziges Mal gibt. Also es gibt mehrere Affen, aber genau dieses Kunstwerk gibt es nur ein einziges Mal. Und das ist im Prinzip der Vorteil des NFTs, dass man knappe und einzigartige Vermögenswerte digitalisiert und somit auf einer Blockchain und als Security Token sozusagen auf eine Blockchain legen kann und damit natürlich auch übertragen kann, auf dem Ledger gehalten werden kann und womöglich auch auf einer Börse gekauft oder verkauft werden kann. Ja, und das ist natürlich schon eine unfassbare Revolution, weil man also ich sage auch gerne immer das Beispiel, es gibt die älteren Herrschaften in dieser Runde, werden vielleicht Niki Lauda noch kennen, einer der größten Rennfahrer dieser Welt, der hat Ende der 70er Jahre einen schweren Rennunfall auf Salzburgring gehabt. Dieses Auto, dieses Unfallauto ist digitalisiert. Es liegt irgendwo in einem Museum, ich glaube irgendwo in Salzburg sogar. Das ist digital und man kann sich jetzt einen Anteil dieses Unfallautos sozusagen erwerben. Das gibt es nur ein einziges Mal. Das ist sehr, sehr einzigartig. Und theoretisch haben Sie die Möglichkeit, den Hinterreifen dieses Autos
zu erwerben, nachdem es viele auf dieser Welt gibt, die das spannend finden und gut finden und es nur ein einziges Mal dort ist, kann es sein, dass es für immer und ewig wertvoll ist. Und einige sagen halt einfach, ja, das möchte ich gerne als Vermögensanlage nutzen. Ist einfach, finde ich spannend, revolutionär, einzigartig. Wenn man dann an Bilder denkt, an Kunstwerken, glaube ich, ist es noch mehr verständlich. Das geht bis hin zu Uhren, die digital sind, die man sozusagen in seinem Wallet halten kann und andere wertvolle entsprechend Gegenstände. Ja, um das nochmal zusammenzufassen, wenn man sich das alles jetzt vor Augen führt, wird sich die Vermögensanlage und Vermögensverwaltung neu vermessen und neu gestalten. Und ich glaube auch, dass sozusagen die Jobbeschreibung eines klassischen Vermögensverwalters oder die Jobbeschreibung eines Abwicklers bei einer Bank, so wie ich das bin, komplett verändern wird. Wenn wir nach gestern schauen, also was war es früher, war klassisch Vermögensverwaltung in der Regel High Network Individuals mit Assets an einem Management von 1 Million aufwärts. Das ging über regionale Banken oder von unabhängigen Vermögensverwaltern vor Ort. Das war mit hohen Kosten verbunden. Die Transparenz war sehr intransparent mit versteckten Kosten. Und der Schwerpunkt waren klassische bankfähige Vermögensanlageprodukte wie Fonds, Aktien, Anleihen. Das hat sich schon geändert. Ich denke, in der Regel ist es auch ab 250.000 Euro möglich. In der Regel ist es wieder die regionale Privatbank oder der unabhängige Vermögensverwalter. Es gibt digitale Ansätze wie Online-Onboarding. Im Internet ist viel möglich, dass man eine Order sozusagen online erfassen kann, digital erfassen kann. Die Kosten sind deutlich moderater geworden und es gibt eine zunehmende Transparenz dank MiFID II fortfolgend, was da alles noch erfolgt. Und der Schwerpunkt sind nach wie vor klassische bankfähige Vermögensanlageprodukte. Ich würde jetzt auch das Thema Immobilien vielleicht noch dazu nehmen. Und wie schaut es, wie kann das im Morgen ausschauen, in der Zukunft? Also aus unserer Sicht wird es eben keine Einstiegshürden mehr geben, weil der Zugang deutlich einfacher ist, deutlich günstiger abgewickelt werden kann. Es wird globale Geldanlagen ohne Ländergrenzen geben. Es wird eine vollständige Hybridisierung des Kundenkontakts geben. Also ich glaube schon noch, dass es einen persönlichen Kundenkontakt gibt, aber halt auch hochdigital. Alle Produkte werden total digital sein. Es wird sehr geringe Kosten geben, die Abwicklung wird deutlich günstiger sein, es wird eine massiv hohe Transparenz hin, weil jede Transaktion auf der Blockchain ist nachvollziehbar, für jedermann nachvollziehbar und das, glaube ich, wird die größte Veränderung sein. Es wird neue Schwerpunkte in der Anlage geben, in nicht nur bankfähigen Produkten, sondern eben auch non-bankable Produkte oder nicht bankfähigen Assetklassen. Also ich glaube nach wie vor, dass ein vermögender Privatkunde sich einen Ratschlag oder beziehungsweise die Vermögensverwaltung an einen Vermögensverwalter gibt, weil er keine Zeit hat, weil er keine Lust hat, weil er kein Know-how hat, weil er es einfach bei einem Profi machen lassen will. Aber er wird dann sozusagen kommen, bitte manage mir mein Vermögen. Ich habe hier Aktien, ich habe hier Anleihen, ich habe hier Fonds. Im Übrigen habe ich noch die und die Kunststücke, ich habe die Kunstwerke, ich habe die und die Immobilien, ich habe hier noch, was weiß ich, eine Stradivari oder ich habe hier noch was irgendwas anderes, verwalt mir doch das Ganze, hier hast du mein Wallet, hier ist mein Ledger und gib mir doch dort oder verwalt mir mein komplettes Vermögen. Und das Ganze ist ungleich einfacher, wie es bisher war. Und das ist der Grund, warum wir glauben, dass das sozusagen ein ganz revolutionäres Tool ist, die Blockchain-Technologie. Und ich habe jetzt nur von Finanzdienstleistungsprodukten und Finanzdienstleistungen gesprochen. Das Ganze könnte ich jetzt auch im medizinischen Bereich, wir alle haben jetzt in den letzten 2 Jahren gesehen, wie wenig digital wir im medizinischen Bereich sind oder in sonstigen Industrien. Mir fällt außer dem Friseur und der Fußpflege eigentlich nichts ein, wo man nicht die Blockchain entsprechend nutzen kann. Noch ein kurzer Nachtrag. Sie haben hier morgen geschrieben
Und Sie schreiben ja auch hier, wird sich radikal ändern. Wann ist denn dieses Morgen? Heute haben wir den 25. Februar. Reden Sie vom 26. Februar, wenn wir auf die nächste Folie schauen, dass sich dann der Handel revolutionär ändert? Ja, das wird ab morgen passieren. Nein, natürlich nicht, sondern sukzessive. Ja, sukzessive. Wenn wir heute über digitale Vermögenswerte reden, dann reden wir in der Regel, sagen wir uns ehrlich, irgendwie von Kryptowährungen. Ja. Immer mehr NFTs kommen, dieser Markt steigt rasant an und das wird ganz sicher in den nächsten 2 Jahren in irgendeiner Weise schon passieren. Wenn wir darüber reden, dass die bankfähigen Produkte sozusagen digitalisiert werden, dann haben wir einen ersten Schritt gesehen mit dem eBPG, dass sozusagen Anleihen schon digital aufgelegt werden können und auf einer Blockchain sozusagen verwahrt werden können. Und zwar immer dann, wenn es keinen Prospekt braucht, also sozusagen im höheren Bereich ab 200.000 Euro. Ich bin mir ganz sicher, dass sukzessive Aktien, Anleihen, Fonds, digital ausgegeben, verwahrt etc. werden kann. Das passiert aus meiner Sicht irgendwann in den nächsten 5 Jahren. Ich habe mir das Koalitionspapier der neuen Koalition auch angesehen. Die widmen dieser neuen Technologie 2 Seiten. Immerhin. Ja. Also da wird auch ganz exklusiv FDP getrieben, muss man dazu sagen, darüber gesprochen, dass die Regierungen oder die deutsche Regierung die Blockchain-Technologie fördern werden. Es steht wörtlich drin, dass sie dafür sorgen werden, dass der Aktienhandel digital abgewickelt werden können und die Blockchain eine mögliche Variante ist. Ich will sagen, das sind Dinge, die jetzt einfach die nächsten Jahre sukzessive kommen. Das meinte ich mit morgen. Das ist eine Phrase. Ja. Nicht morgen im Sinne vom 26.02., sondern sukzessive. Ja, auch die Emission und Handel und Verwahrung wird sich radikal ändern. Natürlich ist es damit viel einfacher, eine Anleihe zu emittieren oder einen Fonds auszugeben oder was auch immer. Über Handel und Verwahrung hatte ich schon entsprechend durchgesprochen. Was ich für hochinteressant finde, und es ist aus meiner Sicht definitiv wert, eine Nachfolgeveranstaltung auch durchzuführen, wo wir dort viel mehr nochmal in die Tiefe gehen. Da hätte ich 2 Dinge thematisiert, aber ich bin da für jedes Feedback dankbar in der Runde. Das Thema NFTs, finde ich, sollte man mal vertiefen, weil das, glaube ich, sehr revolutionierend ist. Aber das Thema DeFi ist auch ein Thema, was ich hochspannend finde. Decentralized Finance. Also es gibt Möglichkeiten, sozusagen an so einem DeFi sozusagen teilzunehmen. Klassisch ist Staking ein DeFi-Produkt. Also das heißt, wenn ich Ethereum halte, wenn es denn dann Proof of Stake ist, in diesem Jahr, wenn ich sozusagen meine eigenen Bestände dafür zur Verfügung stelle, dass der Konsensbildung überprüft wird und ich damit Erträge generiere in Form von Ether, dann ist es sozusagen eine Möglichkeit, wo ich meine Coins, die ich eh halte, sozusagen für mich arbeiten lasse. Und da gibt es verschiedene Produkte, wo man mit diesen Kryptowährungen sozusagen Erträge generieren kann. Ja, beispielsweise Staking, beispielsweise Liquidity Mining oder Yield Farming. Ich komme da gleich drauf. Liquidity Provider, was heißt das? Also ihr alle seid hundertprozentige Profis und ihr wisst, eine Börse funktioniert nur dann, wenn ich sozusagen Liquidität habe. Ansonsten funktioniert eine Börse nicht. Ja? Oder ein Markt sozusagen nicht. Und unter Liquidity Providing bzw. Liquidity Mining ist gemeint, dass man die Möglichkeit hat, dass man seine eigenen Coins der Liquidität von verschiedenen Börsen zur Verfügung stellt. Und durch das zur Verfügung stellen dieser Liquidität erhält man von den entsprechenden Transaktionen, die weltweit durchgeführt wird, sozusagen Netzwerkgebühren zurück. Also normalerweise würden diese Gebühren ja die Bank einhalten für die Dienstleistung. In einer dezentralen Welt gibt es ja keine Bank und dafür wird Peer-to-Peer entsprechend die Gebühren aufgeteilt. Ich kann Ihnen sagen, dass ich glücklicherweise mal einen Kollegen hatte, den Marcel, den eine oder andere kennt, den Marcel Ullmann, der dort
auch deutschlandweit ein absoluter Profi ist, ehrlicherweise. Der hat mir das mal gezeigt vor 2 Jahren und seitdem mache ich das. Also ich habe Bitcoins und Ethereums in meinem Bestand, weil ich dafür, weil ich die einfach gut finde. Es soll jetzt keine Anlageberatung sein, aber ich persönlich finde das Ganze spannend, schon seit einigen Jahren super spannend, und halte die auf einem Wallet. Und dort gibt es eben, und das hat er mir gezeigt, die Möglichkeit, dass ich genau dieses Pärchen, nämlich Bitcoin und Ethereum, als Liquidität an den Markt gebe. Und immer dann, wenn irgendwo auf dieser Welt Ethereum oder Ether mit Bitcoin bezahlt werden oder andersrum, erhalte ich von dieser Transaktion einen Teil dieser Netzwerkgebühren zurück. Und die Rendite, ich habe es mir sozusagen täglich aufgeschrieben, weil ich es richtig spannend finde. Das heißt, die Rendite der Ertragsquelle liegt, je nachdem, wie umfangreich der Handel liegt, ist zwischen 10% und 30%. Das ist sozusagen die Rendite, die ich daraus habe, seit Jahren. So, jetzt kann man sagen, wenn man so eine Anlageklasse hat und sowas empfiehlt, was ich nicht mache hiermit, sondern ich informiere nur, dann klingt das erstmal unseriös, weil wo kriegt man schon eine Rendite von 10% bis 20%? Ja? Faktisch ist es aber so. Ja? Ich kann da nicht mehr sagen, aber es ist eine Möglichkeit, so eine DeFi-Möglichkeit zu schaffen. Mittlerweile ist es auch möglich, dass man sozusagen seine eigenen Coins verleiht, sozusagen ein Kreditgeschäft peer-to-peer macht, ohne Bank etc. Oder sich eben auch Bitcoins oder Ether oder Solana oder sonst irgendwas auch leiht, also sozusagen einen Kredit aufnimmt. Und all das ist in einer digitalen Welt und über die Blockchain entsprechend möglich. Und finde ich hochspannend, wenn man diese Coins hält, dass man dann eine Möglichkeit schafft, dass sich auch für dieses Halten der Coins sozusagen Erträge generiert, finde ich sehr, sehr spannend. Und ja. Das Kryptowertpapier, die neue Anlageform, darüber habe ich schon gesprochen. Da würde ich jetzt, wenn ich es nicht schon gesagt hätte, sagen, dass die Regierung oder der Koalitionsvertrag besagt, dass wir Möglichkeiten schaffen oder dass wir auch in Europa Möglichkeiten schaffen, dass klassische Wertpapiere als Security Token sozusagen gehalten werden und auf einer Blockchain sozusagen verwahrt werden. Damit könnte in einer langfristigen Perspektive Clearinghäuser, Dissettlement etc. ist alles viel, viel einfacher möglich, wenn Sie sich vorstellen, dass es digital ist, wie einfach ein Wertpapierübertrag möglich ist. Wenn man sich heute die Prozesse, und die meisten von Ihnen sind ja an der Front und sind im Vertrieb, wenn Sie wüssten, wie die Abwicklung im Wertpapiergeschäft in Europa stattfindet, also die meisten werden es wissen, aber vielleicht der eine oder andere nicht, da schlagen Sie die Hände zusammen, wie häufig das Fax noch genutzt wird und wie hochkomplex ein Wertpapierübertrag von Europa nach Amerika ist. Das sind alles manuellste Schritte. Und wenn sowas sozusagen digital auf einer Blockchain weltumspannend möglich ist, dann gibt es dort extreme Synergieeffekte, deutlich größere Geschwindigkeit und deutlich günstiger natürlich. Kurz zur V-Bank, Mission der V-Bank. Die Vision ist, wir glauben an diese revolutionäre Veränderung in der Vermögensverwaltung und in der Vermögensverwahrung. Und wir wollen diese Revolution für unsere Mandanten, also für euch, entsprechend mitgestalten. Die Mission ist, dass die V-Bank mit ihrem Ökosystem ein Enabler für die Vermögensverwaltung und Verwahrung für digitale Vermögensverwaltung jeglicher Ausprägung sein wird. Und wir schaffen die Infrastrukturen zur sinnvollen Nutzung der neuen Strukturen für professionelle Vermögensverwalter und für jedermann. Also das heißt, wir haben vor, Ihnen den Zugang zur Blockchain zu ermöglichen, dass wenn ein Kunde für Sie zu Ihnen kommt oder Sie ihn ansprechen, dass man bestimmte Vermögensverwalter auch digital auf Blockchains aufbewahren wollen, dann wollen wir Ihnen dort die Lösung bieten. Und zwar deutlich einfacher, wie das direkt auf der Blockchain entsprechend erfolgt. Das heißt, wir wollen dort ein vernünftiges User-Frontend machen, wollen sozusagen, dass Sie sozusagen gar nicht merken, ob jetzt der Vermögensverwalter noch auf Clearstream liegt oder auf irgendeiner Blockchain. Wir bauen eine Infrastruktur auf, dass quasi diese Vermögensverwalter sicher auf dieser Blockchain entsprechend verwahrt werden können. Um es grob zu sagen,
Die Basis ist immer die Verwahrung. Das heißt, wir wollen ein Verwahrer werden für diese kryptografischen Keys oder für diese entsprechenden Tokens. Dafür brauchen wir eine BaFin-Lizenz. Also das ist reguliert. Ohne BaFin-Lizenz dürfen wir das machen, dürfen wir das nicht machen. Wir haben die Lizenz im Juni letzten Jahres beantragt bei der BaFin. Da waren wir die 41. Bank, der 41. Verwahrer. Es sind nicht nur Banken. Mittlerweile sind 3 genehmigt, wo man das in Deutschland machen darf. Wir kommen hoffentlich auch bald dran. Das ist eine Behörde. Das ist unfassbar langatmig, um es mal so zu sagen. Aber die prüfen das exzellent, sehr, sehr tiefgreifend. Die wollen da auch selbst kein Risiko eingehen. Wenn jemand die Lizenz bekommt, dann haben sie sich die auch versichert, dass wir zum Thema IT-Security, zum Thema Op-Risk etc. intensiv beschäftigt haben, um sowas dann auch entsprechend richtig und vollständig und sicher entsprechend durchzuführen. Wenn wir das Thema mit der Verwahrung geregelt haben, werden wir verschiedenste Services bieten. Zum einen natürlich den Handel. Also wenn Sie es denn verwahren, dann sollten Sie es auch irgendwie handeln können. Die Ein- und Auszahlungen, das heißt, wenn Ihr Kunde schon irgendwo Bitcoins oder irgendwelche Stablecoins oder NFTs hat, dann kann er die auch auf die Wallet, die bei uns geführt wird, ein- und auszahlen. Wir bieten verschiedene DeFi-Produkte an mit Staking oder Liquidity Providing, machen natürlich die Handelsabwicklung, also wenn es dann gehandelt wird, dann wickeln wir es auch ab. Wir werden auch einen Steuerservice anbieten, die Frage kam vorher. Die Steuergesetzgebung ist im Augenblick in den meisten Fällen klar und in manchen Fällen diffus, um mal so zu sagen. Die Steuer ist im Prinzip so, dass man Kryptowährungen, die sie länger wie ein Jahr halten, sind steuerfrei, sozusagen die Erträge daraus, wenn sie es innerhalb des Einjahresfrist veräußern und einen Gewinn machen, ist er im Rahmen der Steuererklärung entsprechend anzugeben. Wir würden sozusagen dann auch eine Beilage zu Ihrer Steuererklärung Ihnen anbieten können. Und unter sonstigen Services, und auch diese Frage kam, ist das Thema Geldwäsche. Natürlich ist in aller Munde, dass über Bitcoin das Darknet entsprechend drin ist, dass nur Prostitution, Drogen und Menschenhandel damit finanziert wird. Das ist natürlich in Wahrheit nicht so, sondern gibt es einfach ein paar, die sind da nicht so richtig sozusagen überzeugt von dieser Technologie. Jede Transaktion auf der Blockchain ist nachvollziehbar, bis zum ganz zum Schluss nachvollziehbar. Sie können selbst auf der Blockchain die erste Transaktion von Satoshi Nakamoto sehen. Das ist, jede Transaktion ist nachvollziehbar und das wissen auch die Bundeskriminalämter. Und es gibt genügend Praxisfälle, wo sozusagen illegale Transaktionen, die auf der Blockchain durchgeführt werden, so weit zurückgeführt werden, dass sozusagen auch der Täter auch ermittelt werden konnte, weil es viel, viel transparenter ist, wie beispielsweise im Bargeldhandel, logischerweise. Also die meisten Schwarzgelder werden bar gemacht, über die Blockchain sehr schwierig entsprechend machen. Das geht bis dahin, dass ein gehackter oder ein illegaler Bitcoin, der aus irgendwelchen Drogengeschäften sozusagen im Handel ist, gefleckt wird und somit irgendwie wertlos ist, wenn man den bekommt, weil er ist gefleckt im Sinne von, da war mal eine Drogenbezahlung und diesen Bitcoin will kein Mensch haben, weil da werden sehr schnell irgendwelche Kriminalämter etc. drauf kommen. Also diesen Service machen wir auch, dass wir sozusagen alle geldrelevanten Themen sozusagen vorher abprüfen, bevor Sie eine Einzahlung in Bitcoins oder Ethers oder NFTs oder sonst irgendwas bekommen, und würden wir entsprechend überprüfen. Und all das bieten wir als Infrastrukturanbieter an für Sie als Vermögensverwalter, gerne auch für Banken, gerne auch für Family Offices oder was weiß ich, Stiftungen. Für uns steht wie von Anfang an immer das Thema B2B. Wir sind ein Anbieter fürs B2B-Geschäft. Wir würden niemals ein Geschäft mit Privatpersonen sozusagen machen. Das ist in unserer DNA und es wird auch in diesem Fall nicht anders sein, dass wir jeglichen Cent unserer Investitionen dafür ausgeben, dass Sie als B2B-Partner, als Vermögensverwalter
sozusagen einen guten Service von uns erhalten und auch in diesem Modell. Ökologische Kosten der Dezentralisierung, auch diese Frage kam. Es gibt ganz aktuell sozusagen den Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, der besagt, dass im Jahr 125 Terawattstunden pro Jahr Energieverbrauch nur durch das Bitcoin-Mining erfolgt. Das sind immerhin 0,59% der globalen Stromverbrauchs und nur 26 Länder weltweit haben einen höheren Jahresstromverbrauch als wie alles Bitcoin-Mining überhaupt. In dieser Folie sehen Sie, dass sozusagen Österreich und Schweiz zusammengenommen weniger Stromverbrauch hat wie das Bitcoin-Mining sozusagen weltweit. Also ein ernstzunehmendes Thema, grundsätzlich ganz schwierig im Sinne von ESG etc. Was will ich damit sagen oder was wären Lösungsansätze, die auch sozusagen auch schon realisiert werden? Ja, also durch dieses Bitcoin-Mining wurden neue Energiequellen erschaffen. Nehmen wir mal das Beispiel El Salvador. In El Salvador wird die Energie für das Bitcoin-Mining durch Vulkanenergie erzeugt. Ja, also total grüne Energie, die dafür genommen werden. In Island werden Naturquellen dafür verwendet, um das Mining entsprechend durchzuführen. Trotzdem, es ist nicht aus der Welt, ist sozusagen oder immer mehr wird durch nachhaltigen Strom hergestellt. Dennoch erfolgt viel in den USA und in Russland, wo sozusagen fossile Brennstoffe wie Kohle noch stark verwendet werden. Trotzdem, Sie haben es vielleicht gehört, letztes Jahr wurde in China das Mining verboten. Dann gab es einen riesen Schwenk in die USA. Das ist mittlerweile der größte Staat, der Bitcoin-Mining macht. Das passiert, wenn es neu aufgebaut wird, mit grüner Energie, beispielsweise mit Sonnenenergie. Beispielsweise in Texas, wo riesige Sonnenenergiefarmen sind, nur um Bitcoin-Mining zu machen. Und es wird immer mehr der Trend gesetzt, dass sozusagen Energie, die sowieso da ist und nicht verbraucht werden kann, für Bitcoin-Mining genutzt wird. Ja, also das heißt, wenn es nicht für Mining genutzt werden würde, würde sie verpuffen, weil Energie nicht so lang gibt, oder sagen wir Strom nicht so lang sozusagen gepuffert werden kann. Natürlich gibt es Batterien, aber die halten auch nicht ewig und immer mehr gehen eben auf diese grüne Energie über oder nutzen die Energie, die sowieso nicht verbraucht wird. Das halte ich für ganz wichtig. Es tut mir natürlich schwer, sozusagen dort sozusagen zu sagen, ist egal, diese Technologie muss sie durchsetzen und wenn es ohne Ende Strom kostet, dann ist es auch egal. So bin ich nicht. Ja. Für mich ist grüne, sagen wir mal, der Energiewandel ein ganz wichtiger. Aber das heißt für mich nicht, dass sowas wie ein Proof of Work, Konsensbildung, die sehr, 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 sehr sicher ist, um es mal so zu sagen, damit verboten werden darf. Und wir als Europa würden uns dort, was die Digitalisierungsstrategie extrem nach hinten katapultieren, noch weiter nach hinten katapultieren, wie wir das eh schon sind. Und das finde ich für eine absolut falsche Entscheidung. Aber man darf es nicht vernachlässigen. Die zweite Alternative ist natürlich der Konsensmechanismus. Deswegen ist auch Ethereum als zweitgrößte Blockchain dabei, den Konsensmechanismus von Proof of Work auf Proof of Stake entsprechend umzurüsten. Und so wie ich oder der Marcel Uhlmann oder die Katharina Gera, ist auch die Katharina Gera ein totaler Ethereum-Fan. Und auch dort möchte ich ein Zitat von ihr wiedergeben. Und ich kann mich da nur hundertprozentig entsprechend anschließen. Wenn wir ESG für richtig halten und für wichtig halten und das konsequent umsetzen wollen, dann werden wir oder müssen wir, können wir diese Technologie der Blockchain müssen wir weiterhin verwenden. Herr Kiefer hat es vorher gesagt,
Auch jetzt ist in der Finanzwelt ein Haufen Energieverbrauch. Ja, angefangen vom Kontoauszugsdruck bei irgendeiner Filiale bis hin zu den Abwicklungsprozessen. Überall braucht man Energie, Leitungen etc. etc. Es ist nicht so, dass die bisherige Industrie keinen Energieverbrauch. Ja, die Blockchain-Technologie, die Proof-of-Work-Energie ist um 17-fache mehr energielastig wie das normale Bankwesen jetzt. Allerdings ist die Proof-of-Stake-Energie deutlich energieärmer als wie die jetzige Bankindustrie. Und deswegen glaube ich, ist es eine Alternative, um ESG sozusagen ernst zu nehmen. Und das ist das Zitat, was sie dazu hat. Und da kann ich mir nur voll und ganz anschließen. Und ESG heißt nicht nur, dass man Energie spart. ESG hat auch soziale Komponente und eine Governance-Komponente. Und wenn wir über Dezentralität sprechen und korrupten Regierungen etc., dann hat das auch mit ESG zu tun. Und dazu hilft auch sozusagen die entsprechende Technologie der Blockchain. Die Risiken und Gefahren und Vorteile und Chancen habe ich im Prinzip alle schon durchgesagt. Natürlich ist es so, der Energieverbrauch ist ein Thema, digitales Zentralbankgeld, und das ist auch Teil des ESG, heißt, dass eine totale Überwachung des Staates möglich ist. Für uns hier in Deutschland sicher nur ein untergeordnetes Problem, aber denken Sie an Länder in Südamerika, wo das echt ein Thema ist, dass sozusagen korrupte Staaten oder ehrlicherweise seit vorgestern noch viel mehr Russland etc., wo man sagt, unfassbar, was dort sozusagen passiert, was das für ein Überwachungsstaat ist. Da kann einfach die Blockchain-Technologie eine Lösung sein für diese Menschen. Oder in Afrika, die einfach keine Möglichkeiten haben, ein Bankkonto zu eröffnen, das ist mit Blockchain-Technologie einfach deutlich einfacher möglich. So, 6 Minuten überzogen. Es tut mir außerordentlich leid. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig Spaß gemacht. Ich hoffe, für all diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal von dieser Technologie und von all dem gesprochen hat, dass ich so ein bisschen einen Impuls gesetzt habe. Und wenn wir in 20 Jahren zurückdenken, Wahnsinn, es gab Skeptiker wegen Blockchain und. Ich würde mich unwahrscheinlich freuen, wenn Sie sich dann an diesen Vortrag zurückerinnern und sagen, ja, das war ein Vortrag von der V-Bank und das hat mir den Impuls gegeben, dass diese Technologie für uns Menschen eine revolutionäre Veränderung ist. Und das würde mich freuen. Und wie gesagt, geben Sie uns bitte Feedback. Und vor allen Dingen lassen Sie uns wissen, ob wir zu einzelnen dieser Themen nochmal tiefer einsteigen wollen. Wir haben dort mittlerweile auch ein Netzwerk von richtig guten Experten, die wir dort dazu sehr gerne einladen. Auch eine Katharina Gera, ein Marcel Ullmann oder sonstige Experten bei uns, die es eben in Deutschland so gibt, können wir dazu einladen, weil alle haben sozusagen schon auch irgendwie den Enthusiasmus, diese neue Technologie und diese revolutionäre Veränderung in die Breite zu tragen. Ich habe eine kleine Umfrage dazu gestartet, Herr Lettmeier, ich hoffe, das war in Ordnung. Und es tut mir sehr leid, dass wir entsprechend überzogen haben. Wir werden das nächstens besser in der Einladung berücksichtigen. In der Tat war das Webinar für 60 Minuten geplant. Gleichzeitig, es kamen sehr, sehr viele Fragen, für uns überraschend viele. Wir freuen uns darüber. Auch das hat ein bisschen dazu beigetragen. Wir wollen von daher auch jetzt Sie nicht weiter und über Gebühr dann in Anspruch nehmen. Die Abstimmung läuft noch. Wie gesagt, es wird auch eine Aufzeichnung geben. Wenn Sie mir eine E-Mail schicken, markus.kiefer@v-bank.com, ich schicke Ihnen gerne den Link zu, dann können Sie auch noch mal in Ruhe nachschauen oder vielleicht auch einem Kollegen das teilen. Und so wie die Abstimmung läuft, Herr Lettmeier, fürchte ich oder hoffe ich, es wird nicht die letzte Runde dieser Art gewesen sein. In dem Sinne erlaube ich mir an dieser Stelle sowohl die Abstimmung zu schließen und auch das Webinar offiziell zu beenden. Herr Lettmeier, wenn Sie mir nachsehen, dass ich jetzt das letzte Wort habe, normalerweise gebührt das natürlich Ihnen.
Kommen Sie gut durch den Tag, gut durch das Wochenende? Bewahren Sie Ihren Optimismus? Den braucht man, glaube ich, gerade in diesen Tagen. Und auch wenn dadurch ein Thema, was uns alle die letzten Jahre beschäftigt hat, in den Hintergrund getreten ist, nach wie vor gilt es, bleiben Sie gesund. Auf bald. Wiedersehen. Vielen Dank.